Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Epic Battle Fantasy 4. Das sind keine Gegner. Da sind Schätze enthalten. So, so. Da ist aber ein Gegner. 8 Wellen wieder. Dum, 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 dum. Dann werden wir erst einmal den magischen Angriff von mir steigern und unsere Ausweichrate erhöhen, damit wir die 8 Wellen auch schön gut überleben. Betäubung, siehste, ich erinnere mich, dass ich was machen wollte. Betäubt. Encounter. Dann werfe ich nochmal an. Counter. Na, schade. Counter. Na, schade. Wäre zu schön gewesen, oder? Kerkerwürme. Bösartiger Wurm. Anfällig gegen Feuer. Verfehlt. Stark. Danke für das Medipack. So, Erde. Nehmen wir den da mit. Reißen wir ihn mit in den Tod. Und der da, ein Aquapfeil, hat es leider überlebt. Infektionskrankheit, ein Schnapp sie dir alle. HP minus 20%. Ekelhaft. Immer ein Prätorianer mit, hm? Könnte dieser ein bisschen Mut noch dazu. Wusch. Wir sind nur auf den meinen Magier geiern. Lass doch einfach. Hat doch keinen Sinn. Ich muss meinen Verteidigungswert weiter erhöhen. Wusch, wusch. Danke sehr. Na dann. Bam. Machen wir hier einen schönen Sternschauer. Was denn da? Fluch. Mit 30.000 Schaden.
Ah, das ist so bescheuert, ey! Hier mit einem dreckigen Insta-Dev, Mann. Zwölftausend Schaden, krieg ich das hin? Locker. Untergang. In Runde X bin ich garantiert tot. Ungeil. Wir heilen mal. Erhöhen unsere Ausweichrate. Für die nächste Runde vorbereiten. Oh, ich hasse euch! Drecksviecher, ey. Oh, war doch schon richtig. Meine Fresse, das kann aber wohl nicht wahr sein. Hör doch mal auf, jetzt damit jedes Mal meinen Magier zu ficken, du dämliches Stück Dreck, ey. Sie ist eh gleich tot. Kann so lange auch noch casten. Oder ich kann sie einer Wiederbelebung unterziehen. Und schon wieder mein Magier. Die haben irgendwas gegen meinen Magier, ne? Tot, schade. So ein richtig hässlicher Turm. So eine Satellitenschüssel. Eis. Mal ein Frostpfeil. Betäubung. Was willst du eigentlich haben? Du willst das hier haben? Dann nimm es. Uff. Einfach nur uff. Ob wir alle down kriegen? Was hat denn für eine Schwäche? Na dann. 51.000 Schaden. Einer ist zumindest down. Ja. Ah doch, gehen wir noch hin. Das ist gut, ne? Wir haben nämlich drei Angriffe, glaube ich, dadurch. Ne, doch nicht. Noch trotzdem nur einer. Ich finde euch auch zum Kotzen. Warte, genau, ich würde dafür sonst 20 Milliarden Erfahrungen kriegen. Schade, dass ich die nicht kriege. Sehr, sehr ärgerlich. Aber ich habe die Möglichkeit, bessere Items zu kriegen. Das finde ich gut. Eine Rüstung. Mit Schärfen, zufällig zwischen. Oh, sehr, sehr defense-lastig, das Ding. Diese Allergie nahen kann manche Abwehr des Ziels senken, kann Ziele vergiften. Bösartiger Wurm. Eine Lederrüstung.
Finde ich gar nicht so verkehrt. Würde dann allerdings meinen Schaden verlieren. Das ist eine Einheit. So, Schneider, wir können auch erstmal nach oben laufen. Wäre möglich. Aber ich komme auch gar nicht lang. Muss ich nach links schieben, ne? Von rechts nach links. Ihr seht ja die kleinen Steinchen unter meinem Mauscursor. Da komme ich leider erst von der anderen Seite lang. Oder ich kann. Kann ich das hier? Ah, ich kann das kaputt machen. Werde zu einem Schleim, ein Schleimhut. Ja, was braucht mir das jetzt? Ah, hier. Gott, hier sieht man ja gar nichts. Danke, dass ihr mich befreit habt, Freunde. Ich habe hier so lange rumgestanden, dass ein Bäumchen hinter mir gewachsen ist. Dann saß ich in der Falle. Irgendwie mag ich dieses Fleckchen, aber... Also werde ich hier vielleicht noch ein bisschen länger bleiben. Danke sehr. Dum, 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 dum. Ich glaube, wie lang? Ich komm oben und rechts lang. Wahrscheinlich kann ich hier links oben gleich lang. Gegner, Alter? Ey, wie viel Wege gibt's denn hier, bitte schön? Holy shit! Renn nicht mehr durch, ey. Was? Komplett? Hm, sieht aus, als müssten wir zwei Hebel, um die Tür zu öffnen. Es muss mehr als einen Eingang in dieser Höhle geben. Wow. Crazy. So, Zerschneider. 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 Da haben wir auch noch eine Kiste. Wie komme ich denn da hin? Von hier. Wir können da durch Zerschneider. Eieiei, gibt's hier viele Geheimnisse. Da oben müsste ich auch noch lang. Soll ich noch mal ganz kurz lang gucken? Okay, da komme ich jeder von der anderen Seite lang, alles klar. Das heißt, wir können die auf jeden Fall besiegen. Geht's auch noch lang? Oh, da geht's auch noch lang. Der macht mich echt irre in dem Spiel hier, ey. Gut, wir haben sind bei 13 Minuten. Haben wir einen Gegner oder 6 Gegnerpaare? 7 sogar. Na gut. Oh, es macht aber langsam keinen Spaß mehr, ne? Irgendwie habe ich langsam keine Lust mehr drauf. Sehe ich gerade irgendwie nicht mehr ein, weiterzuspielen. Meine Motivation ist gerade flöten gegangen. Verständlich, oder? Jedes Mal 7 Gegner werden zu killen, die immer wieder schwerer werden. Da habe ich ungefähr richtig wenig Bock drauf. Vor allem, sie bringen mir halt nichts mehr. Sie bringen mir keine Erfahrung, sie bringen mir kein Gold und das ist einfach nur Kacke, ey. Das ist so eine ultra krasse Verschwendung. Und die Items bringen halt nicht wirklich was, ne? Schade um dieses coole Feature des Schlachtenberges, aber es ist einfach nur super, super langweilig. Tut mir leid, Entwickler, ey. Natürlich überleben die es. Natürlich sind die dran. Ich bin eigentlich dran, weil ich eigentlich gerade... Mann, das ist einfach nur scheiße. Was ist denn das? Ich wäre dran gewesen. Das ist total behindert einfach nur. Das
fängt wieder an zu ruckeln, ne? Merkt ihr das? Seht ihr das, wie krass das ruckelt? Keine Ahnung, wieso. Aber irgendwann fängt es einfach an zu ruckeln. Dann verstehe ich nicht, wieso. Das fühlt sich so unsmooth an. Nässe. Steigern wir mir die Abwehr aller. Warum hat er das jetzt nicht getroffen? Hä? Ich treffe gar nichts hier. Der Fuck! Holy, was war das denn jetzt? Warum treffe ich denn da nichts? Eis. Haben wir eine AOE-Eisfähigkeit? Haben wir nicht, aber wir können dieses Eis benutzen, um die blaue, ne, nicht die Blauqualle. Eins, zwei, die haben wir noch gar nicht, oder was? Was da? Die Blattschildkröte zu killen. Oh, das ist so langweilig, Zwei Drachen, na warum ich nicht? Wieder keine Erfahrung. Das ist so ärgerlich, ey. Lohnt sich halt überhaupt nicht hier zu kämpfen. Und die Items gab's. Ja, na klar, zwei wurden betäubt. Warum auch nicht? Tsunami. Bam, bam, bam. 5000 Schaden. Oh, nice, schöne Betäubung. Schöner Konter. Elektrofall draufballern, vielleicht eine schöne Betäubung rausholen. Leider nein. Heilige Scheiße, mein ganzes Lebensgramm hier vorbeigezogen. Passiert, ne? Schöne Betäubung. Zwei Kalmare. Ein Flusskammer, ein giftiger Kalmar. Der hat weniger Leben. Also den hier zuerst. Beide elektroanfällig sind sie.
Vielleicht können wir sie noch betäuben. Nö. Wusch. RD. 48.000 Schaden. Es hat also schon wieder 10 Minuten gedauert, so ein Kampf. Das ist einfach viel zu lang. Und du kriegst einfach dafür auch nichts, ne? Die Belohnung ist einfach lächerlich in der Regel. Mal gucken, was in den zwei Kisten drin sein wird, die wir dahinter stecken. Ich würde jetzt gern 2 Milliarden Erfahrung kriegen für die Gegner, die ich gekillt habe. Visiert alle Gegner an, kommt die Ziele schwächen, heilt alle Mitstreiter. Hm, das ist interessant. Das ist ein gutes Item. Kann man nichts gegen sagen. Hab trotzdem keinen Bock mehr auf die Kämpfe. Okay, andere Seite. Er möchte der Gruppe nach draußen zu gehen. Ein Schatz gefunden. Ist aber auch noch rein. Ach, Leute. Ich will schon weitermachen hier, aber es ist immer so langweilig. Muss ich den besiegen? Kann ich da nach rechts? Kann ich hier noch Dinger reinpacken hier? Ne? Kann ich hier. Zack. Boah, komm ich gar nicht ran. Ach, ist das assi. Guck mal, liebe Freunde. Leider mache ich trotzdem weiter, weil es einfach echt gute Items geben kann. Ja. Wenn man es mal Beschwörung hier anguckt. Der goldene Drache. Einer fehlt nur noch. Einer einzige. Gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Epic Battle Fantasy. Bis dahin. Ciao, ciao.